kommen wir zu den Gems, beziehungsweise den Kristallen, oder wie auch immer sie heißen, der vergangenen Etagen. Hier unten im Keller gibt es noch etwas Spannendes. Wenn man nämlich hier hinten mit Guigi durchgeht, kann man hier den roten finden. Kommen wir zum nächsten Kristall, nämlich wenn wir hinten eine Tür öffnen durch den Pömpel, kommen wir hier durch. Und sollten wir uns die Mühe machen, nach hier oben zu klettern, sieht man hier schon den blauen Gem-Kristall, wie auch immer. Hierfür müssen wir nur noch mit Guigi oder Fluigi einmal hier durch und diesen dann einsammeln. Und der letzte fehlende hier in B1 befindet sich hier. Hier ist nämlich fast nicht zu erkennen ein kleines Gitter, mit dem wir auch mit Guigi durch können und den letzten Juwel-Kristall, wie auch immer, einsammeln. Juwel ist es scheinbar. Kommen wir zu F1. Pömpelt man hier eine wunderschöne Vase direkt neben dem Aufzug, befindet sich dort der grüne Smaragd. Juwel, es tut mir leid, es tut mir leid. Und direkt auf der anderen Seite vom Aufzug befindet sich dieses Gemälde. Und wenn ihr dort den Schrank öffnet, dreht sich da ein bisschen was. Das Gemälde öffnet sich und ein rotes Juwel springt euch entgegen. Während Luigi hier schon eifrig saugt, gehen wir mit Guigi direkt auf die andere Seite, um dieses Gefäß noch ein wenig weiter, die Lampe ein wenig weiter hinunterzuholen. Und sollten wir stark genug daran drehen, springt uns auch hier ein wunderbares Juwel entgegen. Und zwar das Gelbe. Ich hoffe, euch ist dieses unsichtbare Sofa ebenso aufgefallen wie mir. Nämlich gar nicht. Dort befindet sich ein Kristallgeist. Oh, das ist kein Kristallgeist. Sollten wir diesen eingefangen haben, droppt auch dieser uns einen weiteren Kristall mit der Farbe Weiß. Der letzte befindet sich hier oben, beziehungsweise gleich unten. Denn wenn wir hier mit Luigi den Teppich ein wenig, ich weiß nicht, warum er sich so komisch dreht, wegschieben sollten, kann Luigi hier nach unten fallen und dieses Juwel hier hinaus befördern. Und damit, okay, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu Luigi's Mansion 3. Nachdem wir jetzt ein paar Juwelen nachgeholt haben, auch wenn ich mir den Namen Juwelen wahrscheinlich nicht merken kann und ich immer wieder Kristalle sagen werde, befinden wir uns zurück hier in Luigi's Mansion 3. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet, ich hoffe, euch stört das nicht. Ich klinge wahrscheinlich auch ein bisschen heiser. Ja, sorry an der Stelle. Ah, ich muss auf jeden Fall heute ganz schön viel nachholen von den letzten Tagen. Ich war 5 Tage tatsächlich krank. Von Freitag bis Dienstag. Ja. Da habe ich einiges verpasst. Da wird jetzt auch direkt wieder geguckt. Hier unten sehe ich doch direkt was Unsichtbares. Und das Game ist mega laut. Darum kümmere ich mich, während Fluigi, es tut mir leid, gerade hier nach unten hüpft. Ich sehe hier Spinnen mit Geld. Das Geld nehmen wir mit. Du hast nicht schlecht. Scheint so, als könnten wir hier was machen. Drehen wir bei der Toilette das Wasser ab, richtig? Richtig. Oh, da sehe ich auch ein Juwel da links. Wunderbar. By the way, ein paar Leute haben mich gefragt, warum hier so wenig geeditet ist. Guys, das Ganze ist ein Let's Play. Das war schlecht. Was halt so viel bedeutet wie, das wird größtenteils unbearbeitet bleiben. Und das ist einfach so nebenbei zum Angucken, während man selber zockt oder sonst irgendwie. Deswegen. So, nehmen wir das Juwel an uns. Wir werden immer so pro Folge eine Etage machen. Kommt drauf an, wenn Etagen kürzer sind, dann natürlich auch mehr als eine Etage pro Video. Aber wir werden sehen, das war Lost vielleicht. Ich wollte wissen, ob da rechts noch was ist, aber scheinbar nicht. Deswegen öffnen wir das Ganze mal. Ach ja, und jetzt, da wir Juwelen nachgeholt haben, die Buhus, es gibt Buhus, ja, Spoiler Alert, es gibt Buhus. Die Buhus holen wir ganz am Ende, wenn wir mit jeder Etage fertig sind. Und, nee, ich muss da doch gar nicht runter. Wenn wir mit jeder Etage fertig sind, bevor wir zum Final Boss gehen. Ganz genau, vielleicht noch wichtig zu erwähnen. So. Können wir noch mal reingucken?
Ah, guck mal. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich würde sagen, wir steppen hier mal ganz fresh hindurch. Wobei, ich glaube, by the way, können wir diese Cutscene mit dem Schlüssel sogar skippen, weil die ist halt immer die gleiche. Mein favorite Character, der Kaufhauskopf. Let's go. Das sieht sus aus. Aber wir können hier scheinbar damit noch nicht viel interagieren. Deswegen, hier weiß ich grob, wo die Juwelen sind. Deswegen ist es, glaube ich, ein bisschen entspannter für uns. Aber wir können uns ja auch erstmal ein bisschen hier umschauen. Zum Beispiel hier ist ein Schloss davor. Aber Guigi kann ja durch sowas durchgehen. Und da können wir uns zum Beispiel hier hinten umgucken. Ob hier jetzt ein Juwel war, weiß ich gar nicht. Luigi, hast du das gerade gesehen? Der Wachmann hat einen Aufzugknopf. Das ist schön für den Wachmann. Er hat sich damit ins Wachbüro begeben. Folge ihm, los. Das war mein Ziel. Ich glaube nicht, dass es hier ein Juwel gab. Ja, nee. Scheinbar nicht. Gut. Steppen wir direkt nach oben und gucken ein bisschen weiter um. Ich glaube, ein paar Juwelen oder alle sogar sind in jedem Raum eins. Und hier kommt auch wieder nur Luigi durch. Nein, Luigi, du bist im Weg. Aber hier weiß ich, dass es am Ende des... Hier muss Luigi durchkommen. Oh. Ja, okay. Hier weiß ich tatsächlich, dass es am Ende der Passage ein wunderbares Juwel gibt. Ich hab das gesehen. Igitt, hör doch auf jetzt. Kann ich hier eigentlich was drehen oder so? Das sieht sass aus. Ah, da kommt Geld raus. Ja, warum denn nicht? So viel dazu. Ja, ein bisschen entspannter. Ich bin immer noch angeschlagen, deswegen... Heute mal eine ruhigere Folge. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. So, damit haben wir auch schon zwei Juwelen. Je weniger wir nachholen müssen, umso besser für mich. Ist für mich das Ganze entspannter. Es kommt am Montag auch wieder, wie gewohnt, ganz normal ein newer Video. Freut euch da drauf, ich bin jetzt endlich wieder gesund. Es geht spannend weiter. Diesen Samstag wird es aber auch keinen Stream geben. Dafür bekommt ihr zusätzlich am Samstag auch noch ein Video geliefert. Ist das nicht was, worüber ihr euch freut? Dafür könnt ihr doch mal hier ein Like da lassen. Boah, in den ersten 12 Minuten nach einem Like battlen. Super Karriere. So, gucken wir doch erstmal hier durch, was wir denn hier so sehen. Ja, er hat einen Aufzugknopf. Das habe ich erkannt. Und wir... einen wunderbaren Schlüssel mit dem Karo-Muster. Ganz genau. Eine Münze. Ein Geldschein. Yeah. Ich komme mit der Steuerung nicht ganz klar. Weil ich letztens Luigi's Mansion 2 gespielt habe. Ja, das war jetzt nicht so rewarding, aber das ja auch nicht. Kommt da noch was? Vielleicht? Ah, wie überrascht. Es tut mir leid. Natürlich wusste ich, dass der da drin war. Was wir aber auch tatsächlich hätten machen können, einen Pömpel hier auf die Mitte feuern und das ganze Ding einfach umreißen. Ich weiß aber natürlich, das Juwel muss dann spawnen, oder nicht? Gut, wir gehen jetzt Stück für Stück die Läden durch. Denn die Läden haben immer hier zum Beispiel das Peak-Symbol von Karten. Und Luigi vergleicht jetzt bei jedem, ob es passt oder nicht. Weil Luigi uns scheinbar für sehr, wie drücke ich das aus, beschränkt hält. Ja, das passt. Hast du super gemacht, Luigi. Ich bin stolz auf dich.
Genau, und hier kommt tatsächlich auch nur Guigi hindurch, wie ihr schon sehen könnt, weil ist halt so. Und dann können wir hier die Kassen aufsperren, richtig? Richtig. Und da befindet sich der nächste Schlüssel. Ich liebe dieses Spiel so unfassbar genau dafür. Wir müssen uns schlau anstellen, weil man kann das in der Mitte, wie ihr schon sehen könnt, ein Stückchen runterboxen. Und entweder gibt es dafür Geld oder sogar einen Edelstein. Ah, nur Geld, okay. Aber jetzt nicht gerade wenig. Wobei es sind nur Coins, gell? Ich find's cool, wie bei jeder Münze, die wir einsaugen, der Controller vibriert. Ich finde, das ist so... Also, das Spiel fühlt sich so dynamisch an. By the way, unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu Instagaming, wo das Spiel, glaube ich, um 5-6% günstiger ist, wie wenn ihr es normal kaufen würdet. Da empfehle ich euch doch glatt, mal vorbeizuschauen. Ich sehe hier ein spannendes Juwel. Im Schaufenster. Ja. Das nehme ich doch auch mal mit. Welchen Schlüssel haben wir jetzt? Den Herzschlüssel. Genau. Wenn Guigi verschwindet, droppt der Schlüssel an Ort und Stelle, wo er verschwindet. Und wir müssen ihn damit Luigi aufsammeln. Außer wir stellen uns richtig, richtig schlau an. Dann stellen wir uns natürlich schon direkt daneben. So, wir müssen nach rechts. Bitte nicht in der Animation stacken, Luigi. Ich vertraue dir. Wunderbar. Ich feiere das gar nicht mit diesem... Man muss den Spieler unbedingt darauf aufmerksam machen, dass das halt so ist. Das hier ist sass. Ja, das habe ich direkt erkannt. Mit meinen Adleraugen. Ach, sieh mal einer an. Da oben befindet sich ein Juwel. Ich will es eigentlich noch nicht einsammeln. Ich will erst das Geld. Weil in der Zeit, wo ich das Juwel einsammle, könnte das despawnen und das gute Geld wäre weg. Okay, hätte ja sein können, dass man damit noch interagieren kann. So, sperren wir die Kasse mal auf. Ein fliegender Peak-Schlüssel für uns. Da kann ich was blitzdingsen. Nicht, dass ich jetzt vergesslich werde oder so, aber... Hier ist gar nichts. Das ist weird. Aber was hier ist sehr viel Geld. Und jetzt kommt der Geist. Minigeist. Hunderttausende Minigeisters. Aber diese sind auch, glaube ich, so viel. Ich weiß ganz einfach einzusaugen. Ja, wunderbar. Gar kein Problem, weil wir die nicht rumschleudern müssen. Ich weiß gar nicht, ich glaube gar nicht, dass das so viel Geld ist. Aber trotzdem, was halt alles ist irgendwie interaktiv. Und das finde ich halt voll cool. Wir haben auch noch ein bisschen Geld. Und hier sammeln wir auch schon den nächsten Schlüssel ein. Ah nein, wir müssen erst da durch, weil sonst liegt der Schlüssel ja drin, ne? Habe ich gerade erklärt. Genau. Mit dem Peak-Schlüssel kommen wir oben rechts hin. Falls ihr euch das Ganze noch gemerkt habt, dann macht jetzt ein Peak-Symbol in die Kommentare. Und dann steppe ich hier rein. Das war weird, der ist gerade so eine Form von geschlichen. Okay. Hier sehe ich Irrlichter und Geld. Die machen wahrscheinlich die Kasse unsichtbar. Ja, das war abzusehen, actually. Piranha-Pflanzen, König Buhus und Geister. Finde ich witzig. Oh, hier passiert was, wenn ich das drehe. Bitte.
Oh ja, wenigstens die hier. Erinnerst du dich an die Wirrlichter? Luigi sicher nicht, da erkläre ich es nochmal. Nein, du brauchst es nicht nochmal erklären. Igitt hält mich für maximal dumm und das finde ich nicht gut. Ein Kühlschrank. Mit einem Geldgeist. Hallo, Herr Kollege. Herzlich willkommen in meiner Falle. Wunderbar. Nee, zurück da rein, ja. Ich will mein Geld da drin einsammeln. Okay. Eingesaugt und dann schießt nochmal ein bisschen Geld raus, was wir halt auch nochmal einsaugen müssen. Ja, es ist umständlich. Ihr braucht nichts dazu zu sagen. Ja, ist es. Das ist die einzige Kritik an dem Spiel und dass das Spiel zu kurz ist. Wir werden es wahrscheinlich in 15 Videos durchhaben oder so. Und das halt nicht gut. Ich weiß gar nicht, ob es hier auch ein Juwel gab. Ne, vermutlich nicht. Aber wir wollen es ja trotzdem umgucken. Schließlich ist das Spiel so maximal liebevoll gestaltet. Da freue ich mich jedes Mal, wenn ich mich hier ein bisschen umschauen kann. So, kommen wir hierzu. Das war einfacher als gedacht. Oder auch nicht. Ein Sonnenbrillengeist. Vielleicht erinnert ihr euch noch in Luigi's Mansion 2, was ich, wenn wir Glück haben, vielleicht auch noch Let's Playen könnte und werde. Wir müssen zuerst die Sonnenbrille absaugen, danach blitzen und den Geist einsaugen. Und nochmal ein paar Minigeister. Weil die ja so schwer zum Einsaugen sind. Eins, zwei, drei, vier. Wunderbar. Das lässt sich sehen. Was haben wir jetzt bekommen? Kreuz. Kreuz müsste dann unten links gewesen sein. Voll cool hier mit diesem Coffeeshop eigentlich. I don't like this. Aber wir können hier durch, und zwar, wenn wir einmal hier mit Luigi drehen und einmal hier mit Luigi, dann dreht sich die Schere ganz genau. Ich will nicht so viel spoilern, ich muss mehr überrascht machen. Wir wollen das schon bis zum Ende. So, das ist scheinbar eingerastet und ich kann hier durch. Okay. Da waren schwebende Scheren. Ich habe damit kein Problem. Ich glaube, ich kann nicht viel mit den Dingern hier interagieren. Aber ich kann mit der unsichtbaren Kasse interagieren, die ich hier wieder beleben möchte, wieder erscheinen lassen möchte. Ein Schlüssel mit dem Sternsymbol. Wunder, wunderbar. So, dann lass uns direkt zu dem Komiker da oben steppen und ihn bekämpfen. Ja, da sind wir tot. Finde ich angenehm. Hallo? Lauf, 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 schneller, schneller, schneller. Ja, das hat nicht geklappt. Luigi, beim nächsten Mal vielleicht auf dem Handlauf hochklettern. Oh mein Gott, wer bist du denn? Wer auch immer er ist zehnmal größer als die anderen.
Dieser Kollege ist ganz einfach zu bekämpfen. Wir blitzen ihn und saugen ihn ein. Manche Leute könnten jetzt beeindruckt sein. Aber es ist wirklich so simpel. Blitzen und saugen. Natürlich von hinten saugen. Weil sein Gesicht ihn irgendwie schützt. Keine Ahnung, aber es ist ein entspannter Geist. Ist jetzt nicht der Schwerste. Nicht der Schwerste. So. Das war ein ganz schön aggressiver Geist, nicht wahr? Ich bin überrascht, dass es dir gelungen ist, ihn einzufangen. Er wird mir definitiv in meiner Forschung voranbringen. Also mach weiter so, ja? Hehe. Boah, ich versuche... Ich glaube, es fällt gar nicht so auf, aber ich bewege meine Zunge, wenn ich Igitt spreche, bewege ich meine Zunge gar nicht. Das war befriedigend. Bewege ich meine Zunge gar nicht. Und ich weiß gar nicht, ob das so sehr auffällt, wenn ich so rede, aber ist ja auch egal. Wir steppen jetzt erstmal zum Boss. Du Paul Blood, a.k.a. der Kaufhaus-Cop. Ja, da kommen wir schlechthin. Dieser Kampf wird gemacht mit Luigi. Stimmt, der hat eine Sonnenbrille an, gell? Wir müssen aber vor dem Wasser aufpassen, ganz sicher. Aber dann haben wir ihn. Zappeln lassen, ihr wisst Bescheid. Je länger ihr den Geist zappeln lasst, desto mehr Leben könnt ihr ihm actually abziehen. Ich glaube, das ist ganz gut zu wissen für Neulinge, die ein paar Probleme haben. Er sieht so... Ja. Und nehmen jetzt auch schon nach zwei Schlägen oder zweimal einsaugen. Ist ja auch schon besiegt. Die Geister sind an sich nicht schwer. Aber halt, wenn man diesen Trick kennt mit Zappeln lassen, da kann man Phasen relativ gut überspringen. Was das Ganze auch einfacher für uns macht. Gar nichts hast du gedidded, Luigi. Das war also hier mal Hallo. Das geht gar nicht hier, Luigi. Einfach den Ruhm einstecken. So, und Guys, bevor wir jetzt zurückgehen. Ich habe tatsächlich ein Juwel vergessen, glaube ich. An welches ich mich gerade noch erinnert habe. Welches wir ganz kurz nachholen? Und dann sind wir auch schon fertig mit der Etage. Sogar mit allen Juwelen. Ist das nicht entspannt? Denn hier kann es auch sein, dass das hier oben war. Ah ja, okay. Gut, habe ich mich nicht mehr. Ich wusste nur, dass es irgendwo links war. Deswegen, ja, sorry. Wenn wir diese Leiter sichtbar machen, sind wir hier oben. Und hier oben sollte sich auch ein Juwel für uns befinden. Oder ist hier auch nur Geld drinne? Nein, das letzte Juwel. Wunderbar. Okay, Guys, ich würde sagen, ich steppe dann mal zum Aufzug. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Schönen Abend noch. Mittag. Wie auch immer. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ciao, ciao, Leute.